Grafati nimmt Kimmich aufs Korn. Für Ex-Schiedsrichter Baba Grafati wird in Deutschland viel zu kleinlich gepfiffen. Er wünsche sich von den Schiedsrichtern generell eine Portion Menschenverstand und ein wenig Bauchgefühl bei der Spielleitung. Wir wundern uns, warum die anderen international viel weiter sind als wir, sagte der 49-Jährige im Podcast Kicker meets the Zone. Laut Grafati bekommt der Abwehrspieler, der an der Seitenlinie den Po rausnimmt und sich fallen lässt, in Deutschland seinen Freistoß. Und dann wundern wir uns, dass diese Zweikämpfe gegen Liverpool nicht abgepfiffen werden. Als Beispiel nennt der frühere FIFA-Schiedsrichter Joshua Kimmich. Der Bayern-Verteidiger falle ganz oft in internationalen Spielen, kriegt den Freistoß nicht und muss dann wie ein Maikäfer hinterherlaufen, so Grafati. Entwarnung bei Götze. Mario Götze hat sich im Revierderby gegen Schalke keine schwerwiegende Verletzung zugezogen. Die Untersuchungen ergaben einen Haarriss im Knochen der Elle sowie eine Bänderdehnung im linken Handgelenk. Sogar ein Einsatz des Offensivspielers im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch ist laut BVB nicht ausgeschlossen. Sorgen bereitet den Schwarz-Gelben weiterhin ein grippaler Infekt, der in den letzten Wochen in der Mannschaft umherging. Trainer Lucien Favre soll das laut Bild sogar zu einem Handschlagverbot veranlasst haben. Ribéry nach Schiri-Attacke gesperrt. Franck Ribéry ist nach seiner Attacke auf einen Schiedsrichterassistenten bei der Pleite gegen Lazio Rom gesperrt worden. Der Star des AC Florenz wurde für 3 Spiele aus dem Verkehr gezogen. Das bestätigte der Club offiziell. Zusätzlich wurde der Franzose zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro verdonnert. Ribéry hatte nach dem späten Siegtor durch Lazios Ciro Immobile die Beherrschung verloren und die rote Karte gesehen. Der 36-Jährige hatte den Linienrichter geschubst und so seinen Unmut über ein angebliches Foulspiel vor dem Gegentreffer entladen.